spielen. Weil wir können die Menschen nur dazu bewegen, weniger Fleisch zu essen, weniger tierische Produkte zu essen, wenn wir ihnen Alternativen bieten, die schmecken. Wir können nicht sagen, es gibt keinen Schweinsbraten mehr und stattdessen gibt es immer Tofu. Wenn die Leute sagen, boah, mag ich nicht. Also das ist einfach ein Arbeitsgebiet, an dem wir sehr intensiv arbeiten, wo in meinen Augen sehr viel mehr Geld investiert werden müsste. Weil ich habe mal das Beispiel gebracht, wenn es bei Fraunhofer gelänge, den Spritverbrauch durch irgendeine Technologie von Fraunhofer, den Spritverbrauch eines Autos um 20% zu senken, dann gäbe es dafür garantiert irgendeinen Zukunftspreis oder irgend sowas. Wenn es uns gelingt, die Menschen dazu zu bringen, 20% weniger Fleisch zu essen, dann ist der Effekt größer, aber dafür gibt es keinen Gesundheitspreis, dafür gibt es keinen Zukunftspreis, weil das merkt niemand. Das wird einfach so sein, dass irgendwann Produkte in den Regalen stehen werden, die Leute akzeptieren, die sagen, das finde ich gut, schmeckt genauso gut wie das tierische Original, kann ich meinen Kindern anbieten beim Mittagstisch und alle sind zufrieden. Ein Beispiel, weil wenn man immer nur von den negativen Sachen spricht, was alles nicht gut läuft, muss man natürlich auch mal zeigen, wie könnte sowas aussehen. Ein klassisches Beispiel, jeder von Ihnen kennt das, die Pflanzenölproduktion. Also wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Sonnenblumenkerne, die werden gepresst, die werden entsprechend noch weiter entölt, meistens werden irgendwelche Lösemittel dafür hergenommen. Und wir haben dann am Ende ein Produkt, das nennt sich Öl, das wird gegessen oder in einigen Ländern auch zu Biokraftstoffen verarbeitet. Und auf der anderen Seite haben wir einen sogenannten Rückstand. Das ist der Presskuchen, das ist das, was nachher übrig bleibt, wenn ich so einen Sonnenblumenkern so richtig ausgepresst und meinetwegen auch noch die Reste raus extrahiert habe. Dieser Rückstand schmeckt, wenn Sie es mal probieren würden, das werden Sie wahrscheinlich nicht tun, schmeckt faserig, schmeckt bitter. Das sind Polyphenole drin, von denen man ja sagt, die seien unheimlich gesund. Nur das können Sie dem Schwein nicht beibringen. Wenn Sie also diesen Rückstand dem Schwein in den Trog geben, frisst es das nicht. Das Schwein ist sehr empfindlich, ist uns mehr verwandt, als uns das manchmal lieb wäre und wird sich weigern, Sonnenblumenpresskuchen zu essen. Deswegen ist es ein minderwertiges Rinderfutter, das wird irgendwie beigemischt. Die Viecher können das auch nicht richtig verdauen. Am Ende ist es irgendein Abfall, der irgendwie behandelt wird. Und das haben wir uns angeschaut und haben gesagt, eigentlich steckt doch in diesem Ding eine Menge drin, in diesem Presskuchen. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt diesen klassischen Prozess des Sonnenblumenpressens und Entölens dahingehend verändern würden, dass wir sagen, wir versuchen dann noch mehr Fraktionen abzutrennen. Es geht damit los, dass wir die Sonnenblumenkerne schälen, die Schale abtrennen, weil dann gibt es schon mal kein Schwein, was sagt, das schmeckt mir zu schalig oder was auch immer. Dann haben wir gesagt, wir wollen noch einen Schritt weitergehen, wir wollen es gar nicht mal unbedingt an Schweine verfüttern. Möglicherweise kann der Mensch es ja auch essen. Dann sind wir also hergegangen und haben gesagt, okay, wir trennen die Schalen ab. Die Schale ist wirklich nicht in irgendeiner weiteren Form verwertbar. Man könnte möglicherweise noch irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe abtrennen davon. Aber wenn man eine Schale verbrennt, muss niemand Sorgen haben, dass wir hochwertige Lebensmittel verbrennen, weil das ist kein wirkliches Wertprodukt für uns. Jetzt gehen wir weiter. Wir sagen, wir pressen und entölen die geschälten Sonnenblumenkerne. Kennen Sie alle von den Semmeln. Die entölen sie natürlich nicht, aber ich denke, geschälter Sonnenblumenkern ist ein Lebensmittel, ist akzeptiert als solches. Wir gewinnen also Öl daraus. Und dieses Öl werden wir natürlich so lange in den Lebensmittelbereich geben, wie Menschen hungern. Und wenn die Menschen satt sind oder zu satt sind, wie in einigen Ländern, dann macht es ja möglicherweise auch Sinn, wenn wir große Mengen an Sonnenblumen zur Verfügung haben sollten, dass wir auch Teile davon energetisch nutzen. Das, was dann rauskommt, ist ein sogenanntes Proteinmehl. Das ist also das, was man einem Sonnenblumenkern nach dem Schälen, wenn man das ganze Öl entnommen hat, was man daraus gewinnt. Ist ein weißes Pulver, wenn man es fein vermahlt. Und das kann man tatsächlich hernehmen, um daraus Lebensmittel zu machen. Man hat also eine Lebensmittelzutat gewonnen auf die Art und Weise. Und es kann halt eben noch Probleme geben. Es sind phenolische Verbindungen drin, wie ich eben gesagt habe. Das sind die Antioxidantien, auf die so viele von uns schwören, dass die so wertvoll sind. Um die noch rauszuholen, kann man noch einen folgenden Extraktionsschritt machen. Auch unproblematisch, das läuft mit Alkohol, also kein schlimmes Lösemittel. Das kennt jeder von Ihnen von zu Hause. Wenn wir jetzt diese alkoholische Lösung noch mal weiter fraktionieren, können wir die Polyphenole gewinnen. Können daraus Naturkosmetik machen, daraus können wir Additive für Kraftstoffe machen oder was auch immer. Und wir haben dann die Zucker, die wir noch abgetrennt haben. Die können wir zum Beispiel fermentieren, weil das ist ein buntes Zuckergemisch, das will niemand essen von Ihnen hier. Das kann man fermentieren und daraus zum Beispiel Bioethanol gewinnen. Ich will damit zeigen, wir haben es auf die Art und Weise geschafft, mit einfacher Verfahrenstechnik, da haben wir keine Chemie und gar nichts verwandt, mit einfacher Verfahrenstechnik ist es uns auf die Art und Weise gelungen, aus einem Abfall verschiedene Produkte zu machen, die wir zum Teil essen können, die wir zum Teil technisch nutzen können, die wir zum Teil zu Bioethanol verarbeiten können, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen dabei haben müssen. Und das sind so die Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte, an denen wollen wir arbeiten. Und der positive Beieffekt, der dabei noch auftritt, ist, dass wir halt eben die Wertschöpfung pro Hektar Fläche von heute ungefähr 1.000 Euro pro Hektar auf fast 2.000 Euro steigern könnten, wenn wir alle diese Produkte vermarktet hätten.
Noch ist die Technologie nicht fertig entwickelt. Das ist noch alles etwas, was im Labor abläuft bei uns. Aber wir hoffen natürlich eines Tages, da auch in den größeren Maßstab gehen zu können. Größerer Maßstab, und dann will ich auch enden mit meiner Nachhaltigkeit, ist zum Beispiel, ich hatte es eben schon angesprochen, wir waren in Südamerika, in Brasilien. Da haben wir jetzt eine Forschungsaußenstelle aufgemacht, weil wir sehen Brasilien als überaus interessantes Land für uns, um solche Ideen, die wir haben, da in eine Umsetzung zu bringen und dort auch, wie man es wissenschaftlich so schön sagt, einen richtigen Impact, also einen großen Effekt zu erzielen mit dem, was wir da machen. Und als Beispiel weiß jeder von Ihnen, Brasilien steht für Soja oder andersrum, Soja steht für Brasilien. Riesige Flächen, also wirklich Millionen von Hektar, die da angebaut werden. Jetzt gibt es zwischen den Soja-Wachstumsperioden eine gewisse Dürrezeit auf den Feldern. Das heißt, da wird erstmal irgendwas angepflanzt, womit man versucht, den Boden etwas aufzulockern, Boden etwas zu verbessern. Sonnenblume noch nicht, aber Sonnenblume würde sich hervorragend als Zwischenfrucht eignen. Wäre also genau die richtige Frucht, die man zwischen zwei Soja-Vegetationsperioden setzen könnte. Mais geht meistens kaputt. Und deswegen Sonnenblume dann als Pflanze anzubauen, um daraus eben all diese Fraktionen herzustellen, würde bedeuten, dass man heute auf einem Land, was da ist, was brach liegt, was nicht genutzt wird, weil man einfach wartet, bis es wieder regnen anfängt irgendwann und der Soja wachsen kann, dass man in dieser Zeit diese Sonnenblumen anbauen könnte. Und es würde einem gelingen, ich habe es mal aufgeschrieben, Protein und Speiseöl für 200 Millionen Menschen anzubauen, Biodiesel in riesigen Mengen zu produzieren und gleichzeitig noch Milliarden Kilowattstunden an Wärme und an Strom zu produzieren. Einfach nur aus dieser einfachen Zwischenfrucht. Und damit könnte man sehr viele Milliarden Euro theoretisch generieren an Werten. Das soll eben ein Beispiel sein, wo wir im Bereich Nachhaltigkeit versuchen, unseren positiven Beitrag zu leisten. Demografischer Wandel. Wenn jetzt die Lebensmittelindustrie heute zu uns kommt und sagt, was machen wir denn in 5 Jahren, was machen wir denn in 10 Jahren? Die großen Konzerne haben natürlich ihre Marketingforscher, die das alles machen. Aber es gibt ja auch kleine Unternehmen, die produzieren Knödel oder die machen sonst irgendwas und wollen einfach mal wissen, in welche Richtung sollen sich denn entwickeln. Da muss man sich die Frage stellen, was kommt denn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zu? Zusammengefasst kann man ja die Pyramide, die wir früher mal hatten, die ja zum Glück keine Pyramide mehr ist. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Mensch, wo ist die gute alte Wachstums- oder die gute alte Alterspyramide geblieben, die wir früher mal hatten? Da kann ich immer nur sagen, ja, die gute alte Pyramide, die wir hatten, bedeutet, dass in jedem Jahr ungefähr 0,5% der Bevölkerung sterben müssen, in jedem Lebensjahr. Das heißt, mit dem 20. Lebensjahr sind bereits 10-20% aller Kinder tot. Das ist für mich jetzt keine erstrebenswerte Pyramide, die wir haben sollten. Von dem her, die Säule ist mir deutlich sympathischer, wo die Menschen tatsächlich ein hohes Alter erreichen. Was das aber an Konsequenz für uns heißt, wenn wir immer älter werden, was wir uns ja auch alle wünschen, jeder von uns möchte lange leben, gesund sein, was kommt dann auf uns zu? Wir werden also in Zukunft, wenn man sich die Abbildung genauer anschaut, man hat auf der einen Seite einen Überschuss an Männern in jüngeren Jahren, also was heißt jünger, um die 40 rum. Dann kommt die Zeit, wo die Frauen einfach zeigen, dass sie etwas robuster gebaut sind als wir Jungs. Und dann wird irgendwann jenseits der 60 der Anteil in 50 Jahren auch an Frauen deutlich größer werden. Das heißt, projiziert kann man sagen, wenn wir uns heute vorstellen, dass Singles in Sex and the City mitspielen, können wir sagen, in Zukunft wird es möglicherweise anders sein. Die Single-Haushalte werden steigen. Die sind heute schon sehr groß. Sie werden in Zukunft steigen, allein deswegen, weil es mehr Jungs als Mädels in einem gewissen Alter gibt und in einem Alter drüber gibt es halt wieder mehr Mädels als Jungs. Das heißt, allein wenn man in dieser Vorstellung an Pärchen denkt, passt das nicht zusammen. Und wir werden also eine garantierte Zunahme an Single-Haushalten haben. Und diese realen Singles der Zukunft schauen dann etwas anders aus, als wir uns die Singles heute vorstellen. Und das wird bedeuten für die Lebensmittelindustrie, sie muss sich mehr um Convenience kümmern, weil möglicherweise der ein oder andere, der dann zu Hause vorm Fernseher sitzt, sich nicht die Zeit nehmen mag, zu kochen. Und es werden für die ältere Generation individualisierte Lebensmittel entwickelt werden müssen, die einfach die optimale Versorgung in jedem Alter bieten. Es wird für Kinder dann wahrscheinlich spezielle Sachen geben, für den Mittelalterlichen, für den Sportler, für den Älteren, was auch immer. Da gibt es die Schwangeren. Man kann da mit Sicherheit sehr kreativ sein. Ob das alles erstrebenswert ist, möchte ich an der Stelle gar nicht kommentieren. Es wird nur die Zukunft sein, weil darüber soll ich ja heute reden. Gesellschaftlicher Wandel, immer weniger Zeit zum Kochen. Kann ich nur sagen, das ist Fakt, aber das ist ja eigentlich nicht richtig. Unsere Zeit sind weiterhin 168 Stunden pro Woche. Daran hat sich in den letzten 100 Jahren nichts geändert. Wie viel Zeit wir uns für was nehmen, wie lange wir in dieses Ding da reinschauen und irgendeinen Doodle-Jump oder sowas spielen oder wie lange wir andere Sachen mit unserem Tag anstellen, entscheiden wir alleine. Fakt ist, die Menschen nehmen sich weniger Zeit zum Kochen. Wir haben viele Sachen, die wir tun müssen. Wir sollten uns immer überlegen, wir müssen die nicht tun.
Wir können uns auch die Zeit nehmen, auf den Markt zu gehen und dort einzukaufen, müssen aber nicht. Fakt ist, die Zukunft wird es bringen, dass auch da die Nachfrage nach Convenience zunehmen wird. Die ist in den letzten Jahren schon ganz erheblich gestiegen. Das war das Wachstumssegment schlechthin der letzten 10 Jahre. Und das ist auch momentan nicht absehbar, dass sich daran irgendwas ändern wird. Übergewicht will ich jetzt gar nicht so sehr thematisieren. Wird häufig zu sehr überspitzt, finde ich, was die Ernährung betrifft. Bei der Ernährung, also bei dem Übergewicht, denke ich mal, ist der entscheidende Faktor der, dass die Menschen sich zu wenig bewegen. Spätestens wenn die anfangen, sich zu bewegen, werden sie feststellen, wenn sie weiterhin so essen, macht es ihnen keinen Spaß mehr, sich zu bewegen. Von dem her für mich, aus meiner Sicht, ist Bewegung das A und O. Und wenn das fehlt, haben wir natürlich Probleme, die wir immer wieder auf die Ernährung zurückführen. Aber natürlich ernähren sich die Menschen bei uns, einige zumindest, nicht sehr gut. Ich habe Ihnen noch ein Diagramm mitgebracht, die Treiber des Marktes. In den letzten Jahren können Sie einfach sehen, die Themen Convenience, also Fertiglebensmittel, wobei man sagen muss, es gibt ja tolle Fertiglebensmittel. Smoothies, frische Salate, also frisch geschnittenes Obst. Viele Leute würden keinen Salat und kein Obst essen, wenn es das nicht gäbe. Das darf man nicht vergessen. Die nehmen das mit ins Büro und essen das mittags. Also dann tun sie wenigstens ein bisschen was für ihre Gesundheit. Wellness and Health, wie es so schön heißt auf Neuhochdeutsch. Das heißt also alles das, was uns angeblich gut tut an Lebensmitteln. Und dann natürlich Spaß. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, auf das Spannungsfeld des Konsumenten, was ich mal mitgebracht habe. Wir erwarten von den Lebensmitteln Sicherheit. Wir hoffen uns immer die höchste Qualität. Wir bringen beim Einkaufen alle unsere Werte mit in unserem Rucksack. Die einen, wir hatten es heute Morgen, achten besonders auf Fairtrade. Die anderen sagen, wir achten auf Nachhaltigkeit. Wir wollen keinen großen Kohlenstofffußabdruck hinterlassen. Und am Ende ist es dann so, wir arbeiten sehr viel mit dem Einzelhandel zusammen. Und am Ende reden die Menschen sehr viel und erzählen uns auch, was ihre Werte sind. Und fast immer entscheidet der Preis. Warum ist der Discount in Deutschland so stark? Weil die Leute mehr Geld für ihre Motorhauben als für ihr Essen ausgeben. Und wenn es darum geht, den Hund zu versorgen, wird meistens mehr Geld ausgegeben als die Kinder. Also da muss man einfach sehen, da haben wir ein ganz, ganz großes Stellglied als Konsumenten, da zu kaufen, wo wir glauben, dass es richtig ist zu kaufen und das zu kaufen, von dem wir wissen, dass es auch eher die Nachhaltigkeit unterstützt und nicht unbedingt die Schokolade, wie wir heute Morgen schon gehört haben, für 35 Cent. Erschließt sich mir nicht. Die Gründe kenne ich, warum die so billig produzieren können. Die haben riesige Produktionsstraßen, die haben eine ganz andere Logistik als der Einzelhandel, den wir sonst so vorfinden können. Warum müssen wir 35 Cent für eine Tafel Schokolade ausgeben? Wenn wir so wenig Geld für eine Tafel Schokolade ausgeben, ist ja kein Wunder, dass wir alle zu dick werden. Dann essen wir halt mal 3 Tafeln Schokoladen statt nur 2 Stückchen. Okay, und da gibt es dann halt eben die Kernthemen, über die ich schon gesprochen hatte, Convenience, Gesundheit. Es gibt von der Hanni Rützler ein paar Arbeiten dazu, wie hat sich das Konsumverhalten der letzten Jahre geändert und während tatsächlich im letzten Jahrhundert, wie es immer so schön heißt, also 60er bis 2000 rum, die Themen Produkt und Konsum den Schwerpunkt dargestellt haben bei uns im Verhalten der Konsumenten, kam dann so mit dem 11. September das Thema Emotionen. Plötzlich waren die Menschen fassungslos. Wo sind denn überhaupt noch die Sachen, auf die man sich verlassen kann? Da ist eben rausgekommen, ich kann mich auf mich verlassen. Sie kennen die ganzen Werbesprüche, unterm Strich zähle ich. Geiz ist geil und so weiter, ich bin doch nicht blöd. Das kam dann so um diese Jahrtausendwende rum. Die Menschen haben auf einmal erkannt, nur auf mich selbst kann ich mich verlassen. Also mein Ego muss befriedigt werden. Ich brauche Emotion, Emotion, Emotion. Und jetzt kommt wohl langsam eine Kehrtwende in dieser Sichtweise der Konsumenten, dass sie sagen, ich möchte auch irgendwo in meinem Leben einen Sinn haben und wenn ich nur sinnhaft konsumiere. Die Leute fangen tatsächlich an, endlich wieder darüber nachzudenken, ob es möglicherweise irgendwelchen Menschen auf der Welt schadet, wenn sie billige Schokolade essen. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung und das stimmt mich auch sehr froh für die Zukunft, dass sich da entsprechende Veränderungen ergeben werden.